Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Leichter Leben, Zeit für mich. Kurz vor Ostern gehen wir natürlich in das Osterfest mit ganz, ganz leckerem Essen, liebe Zuschauer. Sabine Salmann extra heute nochmal zu uns gekommen, obwohl sie in den Ostervorbereitungen auch noch einiges zu tun hat. Ja. Aber hat für uns ein veganes Ostermenü zubereitet. So sieht's aus. Oder bereitet auch noch bei zu. Bei mir bleiben die Hasen im Käfig sozusagen. Ja. Und auch dafür kommen die, für das Osterlamm interessiert sich auch nicht. Dafür gibt es einen Braten. Die Linsen kommen in den Ofen dafür. Genau, die Linsen, ein Linsenbraten. Ja. Und als Vorsuppe werde ich eine Mohrrüben-Ingwer-Suppe machen mit Koriander. Und als Hauptgericht wird es den Linsenbraten geben mit Champignon, Gemüsesoße und Kartoffelecken. Nachtisch gibt's nicht, weil zu Ostern wird noch genug gegessen. Ja. Da muss ich ein bisschen hier auf die schlanke Linie achten. Absolut auch okay. Also bei den Gängen, die wir hier von dir kredenzt bekommen, das sollte auf jeden Fall reichen. Der Braten ist auch riesengroß. Liebe Zuschauer, freuen Sie sich auf leckeres Essen. Sie können dann ja gerne nachkochen. Das Rezept, wie immer, stellst du ja uns zur Verfügung. Und dann können wir es bei leichter Leben. Morgen ist es dann bei Facebook oder auf meiner Homepage unter www.sabine-salmann.de. Da kann man auch mal nachgucken, das würde ich auch vorschlagen. Alle Rezepte da. Nicht nur mir und Sabine läuft das Wasser schon im Mund zusammen, sondern auch meinem Studiogast Tina Ciesilski. Sie ist von Swan Beauty, einem wunderbaren Salon am Kudamm, der sich um die Schönheit von Männern und Frauen kümmert. Genau. Und du hast ein paar Anwendungen mitgebracht. Und ich hoffe, dass wir uns heute noch ansatzweise verständlich unterhalten können. Ja. Also dir geht es auch so. Ne? Du hast auch schon gesagt, das riecht die ganze so lecker. Zeit schon. Also ich schaue auch die ganze Zeit darüber und bin schon sehr gespannt. Ja, ich auch. Es riecht wundervoll. Wie ist das bei dir mit Ernährung? Also das gehört ja zu Schönheit schon ein Stück dazu, von innen und von außen. Definitiv. Also du arbeitest von außen, aber von innen sollte man sich auch Gutes zuführen. Genau. Achtest du sehr auf deine Ernährung? Also generell, ich achte sehr auf meine Ernährung, ja. Natürlich, wie bei jedem von uns im Alltag, Stress und so, ist es immer ein bisschen schwierig. Generell denke ich trotz alledem, dass Ernährung ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, auch für die Schönheit. Ja. Also gerade auch wirklich, das fängt beim Trinken an, dass man darauf achtet, dass man genug Flüssigkeit dem Körper immer zufügt, als auch natürlich auch auf die Ernährung zu achten. Ja, weil, was trinkst du denn und wie viel? Also ich versuche wirklich für die Haut, das ist ja immer auch schon beim Thema, also genau. Die Haut braucht Wasser. Wir bestehen zu einem riesengroßen Anteil unser Körper aus Wasser und wir brauchen auch Wasser. Der Körper braucht immer wieder neues Wasser, um zu entgiften, zu entschlacken, um einfach die Haut auch, die Haut ist ein Organ, ist unser größtes Organ, um die Haut wirklich auch mit Feuchtigkeit von innen zu versorgen. Ich versuche 2 bis 3 Liter am Tag zu trinken. Ja. Ja, das und dann ist schon auch tatsächlich so. Reines Wasser. Was nimmst du da? Mineralwasser oder wirklich ohne Sprudel? Also am besten ist immer wirklich stilles Wasser, weil das stille Wasser natürlich keine Kohlensäure enthält, und Kohlensäure und auch einfach basisch neutral ist, für den Körper. Und bei Kohlensäure haben wir ja schon Säure. Genau, richtig. Also das ist schon auch basische Ernährung für dich dann auch. Wie guckst sehr, du da drauf? Wichtig. Weil wir haben uns mal nicht den Spaß gemacht, aber haben mal im Internet geguckt, haben uns mal informiert, okay, was ist ein saures Lebensmittel, was ist ein basisches? Und das ist schon das echt ist interessant. Sehr kompliziert, Also man denkt immer, auch Mensch, Zitrone ist vielleicht sauer, weil das hört sich sauer an, schmeckt sauer. Es ist eigentlich ganz anders. Also gerade basische Produkte und säurehaltige Produkte, da muss man sich wirklich mit beschäftigen. Und auch Ernährung ist ein sehr komplexes Thema, gerade heutzutage, vegane Küche, vegetarisch, also viele sind ja auch mit der Laktose, laktoseintolerant, immer mehr ist das ein Thema geworden und wo auch viele dann wirklich auf Sojamilch, Mandelmilch, Kokosnussmilch umgestiegen sind, jetzt auch, wie wir dann das auch gleich, glaube ich, beim Kochen noch miterleben werden und das ist total wichtig, also wirklich, dass man von außen was für sich tut, als auch von innen, natürlich auch die körperliche Aktivität, also man sollte da auf allen Ebenen für den Körper Geist und Seele was Gutes tun. Ist das auch was du deinen Kunden, wenn sie zu dir kommen, immer noch zusätzlich empfiehlst? Auf Klar, jeden natürlich Fall. Geht's bei euch im Salon um die äußeren Anwendungen, aber dass du sagst, also du wirst es ja feststellen, wenn du dir die Haut anguckst, sagst du, also sie trinken zu wenig, Richtig. Da sollten sie schon ein bisschen, ganz genau. Ein bisschen mehr also tun, es ist oft so, dass Kunden, genau, das ist genauso, dass Kunden kommen und sagen, Mensch, meine Haut ist so trocken, ich weiß auch nicht, was ich machen soll, ich pflege, ich peele, ich schmiere, ich tue, ich mache. Und aber dann ich trinke nicht. Genau, und dann fragen wir die Kunden, Mensch, aber wie viel trinken sie denn am Tag?
Ja, so morgens ein Glas Wasser nach dem Aufstehen manchmal mit dem Kaffee. Mhm. Dann nochmal Kaffee, Kaffee, Kaffee. Zwischendurch mal eine Pepsi oder eine Cola. Und dann geht's wieder, kommt nochmal der Kaffee. Und dann abends, bevor ich ins Bett gehe, trinke ich nochmal so einen halben Liter Wasser. Ja. Ja, das ist natürlich für den Körper, ja, das ist nicht gut. Ja. Und Wasser ist im Prinzip das, was man am meisten trinken sollte. Ja. Nicht Kaffee und nicht alles andere, gerade auch so viele süße Getränke heutzutage. Zucker ist lecker, schmeckt uns allen, Süßigkeiten, wir lieben es, aber Zucker ist nicht gut für die Haut auch. Ja? Zucker in Maßen, aber ja. Zucker, permanente süße Getränke, süße Lebensmittel, das äußert sich natürlich auch im Hautbild. Bei Kaffee, Kaffee auch eher ein saures Produkt, ne? Also genau. Ist dann, also da fehlt dann eben auch wieder die richtig, basische Variante. Richtig, also ich denke grundsätzlich, Kaffee trinken wir alle gern, kann man auch trinken, wie mit allem im Leben immer in Maßen, ja. Und ich zu jedem Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato empfehlen wir auch immer ein Glas Wasser. Ja, ja, also gibt's wirklich bei euch im Salon dann alles. Auch, wird genau. Das dann angeboten gleich immer, wenn Kaffee gewünscht genau. Wird, dann gibt es noch ein Glas Wasser dazu. Richtig, genau. Bei uns gibt es auch gerne mal ein Gläschen Champagner dazu, aber grundsätzlich auch immer Wasser. Siehst du, ja, ich glaube, das gehört am Kudamm auch dazu. Ja, auf jeden Fall. Das wird genau. So ein Stück weit erwartet. Was bietet ihr denn außer einer Beratung, wie man prinzipiell auch für sich ein Stück weit vorbeugen und die Prozesse von außen unterstützen kann, was bietet ihr bei Swan Beauty an? Also wir sind, bei Swan Beauty bieten wir alles an. Ja, das war auch so ein bisschen, sage ich mal, mein Grundgedanke, der mir sehr, sehr wichtig war, als ich das Geschäft vor 8 Jahren gegründet habe. Dass man sagt, man macht alles rundum. Ja, gerade heutzutage, jeder ist im Stress, jeder hat zu tun. Kinder, ob es die Kinder sind, ob man einkaufen gehen muss, arbeiten, vielleicht noch privat irgendwie zum Sport gehen möchte, um fit zu sein. Jeder ist im Alltagsstress und grundsätzlich ist es einfach immer schwierig, wenn man dann mal einen freien Tag hat, zu sagen, ich gönne mir was, ich tue mir was Gutes, ich möchte irgendwas für mich tun, ja, für mein Äußeres, für mein Wohlbefinden, ja, ich möchte mich mal schön massieren lassen, ich möchte mir mal schöne Wimpern-Extensions machen lassen oder auch einfach mal ein schönes Gesichtsbehandlung, ein Facial, ja. Man selbst kommt heutzutage einfach immer oft zu kurz und mein Grundgedanke war der, was man auch im Ausland oft sehen kann, zum Beispiel in den USA ist es gang und gäbe, dass man wirklich in ein Institut geht und sagt, ich mache da alles von Kopf bis Fuß rundum. Ja, ich suche einmal einen Parkplatz, bin dann da und ich tue mir was Gutes. Ja, ich lasse es mir gut gehen, ich entspanne mich da, ich komme da auch wirklich mal 3-4 Stunden runter. Das heißt, wir bieten Haarbehandlungen an, Kosmetikbehandlungen, Wimpern, Färben, Zupfen, Gesichtsbehandlungen wie Hydrafacial, Microneedling, auch natürlich Unterspritzungen. Da arbeiten wir auch mit vielen Ärzten zusammen. Wir machen permanent Make-up, Massagen, Nägel, Fußnägel, Hände, ja, also alles rundum. Also ja. Im Prinzip ein Wellness-Tempel genau. Mit Beauty-Salon. Genau, also alles wirklich rundum. Genau. Der ganze Körper kann einmal rund erneuert werden. Richtig. Und für den Mann und für die Frau. Also im Prinzip, die meisten denken bei Schönheit immer nur, dass die Frauen sich schön machen. Aber der Zeitgeist hat sich geändert. Ja, also es ist immer mehr so, dass auch Männer sagen, ich möchte gut aussehen, ich möchte was aus mir machen. Ja, ich bin auch ein bisschen jetzt... Ja, die Zeit zeichnet sich auch in meinem Gesicht, aber ich möchte ein bisschen was für mich tun. Ich möchte frisch aussehen, ich möchte auch gepflegte Hände haben, was natürlich auch sehr wichtig ist. Ja. Dass man so ein bisschen darauf achtet, dass da alles schön ist. Und auch die Frauen haben auch mehr Ansprüche teilweise an die Männer heutzutage und sagen, Mensch Schatz, ich mache mich zurecht, ich mache mich schön für dich, da kannst du auch mal ein bisschen. Ne? Also klar, ein normaler Männerhaarschnitt gehört dazu, auch mal eine schöne Wellnessbehandlung, aber für den Mann. Ja. Also gerade in der Mittagspause mal zu sagen, ich mache ein Hydrafacial. Erklär mal, also für alle, ich bin jetzt so überhaupt kein Beauty-Anwendungsexperte. Ja. Mhm. Was ist Hydrafacial? Ja, also Hydrafacial. Also hört sich so ein bisschen an wie Feuchtigkeit genau, aufs Gesicht. Genau, das hast du schon mal gut interpretiert. Also Hydrafacial ist eine Behandlung, die kommt aus den USA. Also es ist wirklich eine Red Carpet-Behandlung. Das machen Paris Hilton, George Clooney, das ist eine. Die machen das meist vor großen Auftritten, also wirklich um einen tollen Glow-Effekt nach der Behandlung zu haben. Im Prinzip ist das Hydrafacial eine ganz tolle Behandlung, weil es ist eine Tiefenreinigung für die Haut. Das heißt,
Erstmal wird die Hornschicht, das sind die toten Hautschüppchen, die auf der Haut liegen. Mhm. Ja? Also die Haut ist ein Organ, die erneuert sich nach oben. Immer wieder muss man das, die alten Hautschüppchen abtragen. Ja, das sieht man so nicht. Das spüren wir so auch nicht. Ja. Das wissen wir, also Kosmetiker, Dermatologen wissen das natürlich, die sich mit der Haut auskennen. Erstmal wird die Hornschicht abgetragen, danach wird der Porenkanal aufgeweicht. Das heißt, viele, die ganzen kleinen schwarzen Mitesser, die man so hat, die auch Männer haben, mhm. Die werden ausgereinigt, also richtig ausgesaugt mit Vakuum. Das heißt, Make-up rückt, ja, man sieht danach aber gut aus. Also ist ja. Man ist danach gesellschaftsfähig. Make-up-Rückstände, Umwelteinflüsse, Raucher, mhm. ja, also gerade alles, was der Haut schadet, wird wirklich mal schön aus der Haut geholt. Danach ist der Pornkanal offen, der Pornkanal ist ausgereinigt und danach schleusen wir schöne Feuchtigkeit ein, Mineralien, Vitamine, dass die Haut danach einfach total versorgt ist, strahlt und einfach mal der ganze Schmutz, der sich so sammelt über die Zeit, ja, Talgablagerung aus der Haut geholt wird und danach die Haut neu erstrahlen kann. Was es bei euch noch alles gibt, damit man noch mehr strahlen kann, darüber sprechen wir gleich noch weiter. Jetzt Sehr haben gern. Wir für Sie natürlich auch wie immer unsere Tagesverlosung, liebe Zuschauer. Da gibt es einen wunderbaren Preis, schauen Sie hier, Wiener Massage. Ja, da hatten wir auch mal einen Studiogast, hat ganz, ganz toll diese Massagemethode vorgestellt. Ein Heft mit 12 Übungen, da können Sie wirklich mit sich selbst arbeiten und sich selbst beispielsweise das Gesicht oder die Haare massieren. Mhm. Kann man aber natürlich auch den Partner fragen, ob der das eventuell machen kann. Und diese Diagrammtafel, die Sie noch sehen, die gibt es auch dazu. Wenn Sie diesen wunderbaren Preis gewinnen wollen, dann beantworten Sie bitte folgende Frage. Was ist das Besondere an Sabine Salmans Ostermenü? A, na da guckt Sabine jetzt auch hin. So, was ist das? Die Hauptspeise ist ein Steak oder B, Sabine kocht komplett vegan. Na, ich denke mal, da sollte man drauf kommen. Rufen Sie an unter der 0137 988 1404. Die Leitungen sind bis zum Ende der Sendung geschaltet. Toi, 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 viel Erfolg, dass Sie die Wiener Massage dann nach Hause bekommen. Jetzt haben wir für Sie den Blick in die Sterne. Und Blick in die Sterne bedeutet natürlich, Michael Allgeier ist uns zugeschaltet per Webcam. Micha, hallo. Hallo Jens, grüße dich. Das Osterfest schon geplant? Das lassen wir ganz in Ruhe auf uns zukommen. Okay, weil da weißt du als Astrologe wahrscheinlich schon wieder mehr als wir, was Ostern so alles los sein wird. Du hast du bringst ja auch immer YouTube-Videos auf deinem Kanal, ja. So mit Vorhersagen, wenn du in die Sterne geschaut hast und hattest für den April auch eben relativ heftige Konstellationen gesehen. Auswuchs war dann unter anderem am Dienstag der Anschlag auf den Mannschaftsbus vom BVB. Ja. In Dortmund. Auch das hattest du in der Konstellation so gesehen, dass es da so aggressive Auswüchse gibt? Ja gut, ich spreche ja da in diesem YouTube immer über die Zeitqualität. Ich mache ja keine Vorhersagen in dem Sinne, weil ich sage, die Zukunft ist auch immer frei und man sagt, die Sterne machen geneigt, aber zwingen nicht. Aber wir haben eine Zeitqualität, die hat so seine zwei Seiten im Moment. Also Sonne steht ganz nah bei Uranus am Himmel. Man spricht von einer Sonne-Uranus-Konjunktion und das Ganze ist im Widder. Und am 11. jetzt, am Dienstag, da hatten wir auch noch einen Vollmond und die fiel genau auf diese Sonne-Uranus-Konjunktion. Und ja, die Fachleute unter unseren Zuschauern, die wissen, Sonne-Uranus taucht oft auf, wenn Anschläge in der Welt sind. Ja. Mhm. Uranus ist auch in seinen Analogien, in seinen Entsprechungen die Explosion, das plötzliche Ereignis, die plötzliche Gewalt, die einbricht in seinen negativen Zuordnungen. Und es ist eine sehr nervöse, aufgeheizte, ein bisschen unruhige Zeit. Das wird uns auch noch bis Ostern begleiten. Morgen ist das erst grad genau, aber Sonne-Uranus ist auch ein ganz besonderer Winkel im spirituellen Sinne. Also Uranus, sagt man, ist ja die höhere Oktave von Merkur, also dem Denken, die Intuition. Man sagt, Uranus verbindet uns mit der geistigen Welt durch die Intuition, mit den Engeln.
Viele bezeichnen Uranus als auch eine Form von Heiligen Geist, weil er uns so diese blitzartigen Erkenntnisse und Ideen bringt. Und diese Energie ist jetzt unglaublich stark im Himmel. Also die hat schon auch seine wahnsinnig positiven Seiten, gerade in spiritueller Hinsicht. Das heißt, uns könnte über Ostern der ein oder andere Geistesblitz erfreuen. Und wir schön. Könnten mit ganz, ganz neuen Ideen, möglicherweise Geschäftsideen oder auch mit Ideen, wie man Frieden in die Welt bringt, das könnte uns alles tatsächlich blühen. Ja, also wenn man jetzt die anderen Konstellationen auch noch anschaut, wird alles ein bisschen stabiler. Die Sonne geht auf einen Trigon mit Saturn zu. Die Venus bewegt sich ein bisschen aus diesem nicht so schönen Spannungswinkel von Saturn heraus. Also es wird alles so etwas heller, leichter. Es bleibt aufregend, hoffentlich positiv aufregend im Sinne von fröhlich, weil diese Sonne Uranus sorgt auch oftmals für sehr gute, ausgelassene Stimmungen. Also insofern kann dieses Ostern wirklich ganz toll werden und wir sollten das positiv sehen, auf jeden Fall. Ja, Ostern ist ja dann nun auch ein Familienfest. Da treffen sich Familien glücklicherweise dann auch dann doch das ein oder andere Mal. Das Wetter soll über Ostern nicht so toll werden. Das heißt, die Familien rücken dann vielleicht auch enger in den Wohnstuben zusammen. Das kann ja auch für ordentlich gute Stimmung sorgen. Das ist richtig, wobei bei diesen Sonne-Uranus-Winkeln, da treibt es einen trotzdem immer nach draußen. Da will man aktiv sein, da will man was unternehmen, da will man was zusammen spielen, was zusammen tun. Und wie gesagt, es ist auch ein geistig sehr, sehr anregender Winkel. Vielleicht findet man auch Zeit, mal mit guten Freunden zu sprechen, mit Familienmitgliedern über die Zukunft. Da können wirklich, so wie du gesagt hast, wirklich ganz tolle Ideen und Einfälle kommen unter diesem Aspekt. Und für mich ist Ostern ja immer was ganz Besonderes. Es ist die Auferstehung, das Fest der Auferstehung, das ursprüngliche Frühlingsfest. Und insofern auch kann es auch für uns immer wieder so eine Neugeburt, eine Auferstehung, ein Neubeginn sein. Ja, genau an diese Qualität sollten wir uns vielleicht tatsächlich erinnern, auch an Ostern. Und Micha, ganz lieben Dank. Dann wünsche ich auch dir ein ganz, ganz frohes Osterfest, dass du es auch mit deinen Liebsten verbringst. Danke, auch einige Geistesblitze vielleicht noch zusätzlich kommen. Hast ja auch so schon immer genügend. Aber können wir gebrauchen. Sonne Uranus ist übrigens eine Astrologenkonstellation, ja. Dann passt das für dich ja noch mal ganz besonders hervorragend. Micha, ein frohes Osterfest und ganz lieben Dank, dass du für uns in die Sterne geschaut hast. Wünsche ich dir auch. Gute Dankeschön, Zeit, Micha. Bis Dankeschön, dann, bis bald. Ciao. Ja, und das Osterfest wird auch ein ganz friedliches, zumindest bei Sabine Salmann, weil dort weder ein Lamm noch ein Kaninchen in den Topf kommt, sondern ein schöner Linsenbraten. Also da freuen wir uns auch. Siehst du, da tut Sabine schon mal zu Ostern was für den Frieden in der Welt. Ne? Kann man auch so sehen, ne? Ja, da werden, genau. Lebewesen werden geschont. Und ja, bei mir wird kein Lebewesen geopfert. Nein, siehst du, das finde ich auch ganz schön. Und Michael hat gerade darauf angesprochen, auf die Auferstehung. Und wir haben einen wunderbaren Aprilpreis in der Verlosung, liebe Zuschauer. Da sehen Sie es, das Jesusbild und die Jesuskerze. Gespendet von Sonja Dürrburger. Das ist der Jesus, so wie er erschienen ist in der Heiligen Grotte des Friedens in Neusatz. Freuen Sie sich auf diesen Preis. Wenn Sie den gewinnen wollen, dann tun Sie Folgendes. Gehen Sie auf unsere Leichterleben-Facebook-Seite und schauen Sie, dass Sie diesen Post hier finden. Da ist er. Und diesen Post dann bitte teilen, liken und kommentieren. Und wenn Sie alle drei Bedingungen erfüllt haben, dann nehmen Sie automatisch an der Verlosung teil. Und Anfang Mai wissen wir dann, wer diesen wunderbaren Preis gewonnen hat. Auch hierfür toi, toi, toi. Gerade angesprochen, ne, Sabine, wie friedlich das Osterfest bei dir ist. Ja. Absolut, ganz friedlich, hoffentlich. Und du maximal Champignons zerstückelst. Guck mal, und das war's dann. Ich habe ja, genau, und ich habe schon so viel jetzt vorbereitet. Du hast mir sonst immer so toll beim Schnippeln geholfen. Aber entschuldige, weißt du, weil bevor du noch mehr erzählst, ja. Mir wird gerade gesagt, wir haben so einen schönen Trailer für dich. Ja, einen genau. Trenner, ja, Trenner. Zeigen wir einen Trenner. Genau. Ich soll
drauf singen. Sabines vegane Küche. Ja, das finde ich toll, weil das habe ich, ich sehe den das erste Mal. Also das war, letzte Mal war die Premiere sozusagen, ja, von diesem, von der Einblendung von dem Trailer. Finde ich gut, fühlt sich richtig gut an. Ja, macht Spaß. Ne? Also es bringt mich auch immer selber mal weiter. Ne? Ich muss immer überlegen, was machst du wieder Neues. Und das ist dann natürlich auch für mich selbst gut und für die Familie. Ja, und heute wirklich ein, also du machst ja immer leckere Sachen, aber heute wirklich ein fast komplettes Menü. Wie gesagt, auf den Nachtisch hast du verzichtet in diesem Fall, weil du sagst, Ostern essen wir noch genug. Genau, genau. Während ich erzähle, lege ich schon mal los, damit ich alles so zeitlich auch schaffe. Ja, also denn das ist eine Menge. Als Vorspeise gibt es eine Mohrrübensuppe mit Ingwer, Koriander und Kartoffeln. Kann das sein? Da oder nee, das ist der Ingwer. Ja, also da habe ich schon fleißig hier die Möhren geschnippelt und ich habe so ein paar kleine Kartoffelchen mit hinzugegeben, so für die Bindung einfach. Ja. Und ich werde zunächst erst einmal Sesamöl. Das mache ich ja ganz gern, die Kombination Möhren und Kartoffeln, weil mich das immer an mein Lieblingsessen von meiner Oma erinnert. Ja. Im Norddeutsches Wuddeldick, also Wurzeldick. Ja, das sind Vielleicht Wurzeln. Solltest du das hier mal kochen. Ja, weil ich habe leider das Rezept, ich habe mal im Internet geguckt nach dem Rezept, meine Oma lebt nicht mehr. Ja, und, schade. Ja, und meine Oma konnte das auch meiner Mutter nie weitergeben. Ja, ja. Bei meiner Mutter hat es nie so geschmeckt wie bei meiner Oma. Und dann hat meine Mutter mal gesagt, ja, Mensch, wie machst du das? Ja. Ja, aber sie nach Gefühl, so, dann wird nach Gefühl. Ja, also da gab es auch so gesehen... Vielleicht macht sie das ja richtig... Vielleicht kriegt sie ja die Eingabe von der Oma und macht das intuitiv richtig. Schade, so eine weiter vererbten Rezepte finde ich irgendwie sehr schön. Ich habe jetzt schon mal Sesamöl. Ich koche ganz gerne auch mit Sesamöl, weil das kann man auch hoch erhitzen. Und es hat dann so einen leicht nussigen Geschmack, gerade bei so asiatisch-indisch angehauchten Gerichten. Da muss man bei Ölen ja immer aufpassen. Ne? Es gibt Öle, die vertragen nicht allzu viel Hitze und dann schmecken die sehr bitter. Genau, das merkt man dann auch, wenn es anfängt dann zu rauchen, zu qualmen, dann sollte man es nicht erhitzen. Aber es gibt durchaus auch einige Olivenölsorten, die man schon auch erhitzen kann. Ich habe schon mal Zwiebeln und Knoblauch vorgeschnitten, damit ich nicht hier anfangen muss zu weinen. Und werde das jetzt mal hier anbraten. Ich mag das ganz gerne. Alles, was so vegetarisch und vegane Gerichte, die Röstaromen geben dann halt immer noch wiederum sehr viel Geschmack. Und wenn das so ein bisschen angebräunt ist, dann werde ich auch die Mohrrüben und die Kartoffeln mit hinzugeben und anbraten und werde dazu noch etwas Gelbwurz, Kurkuma hinzugeben. Das finde ich, das passt auch immer wieder ganz schön mit dem Ingwer, den ich auch schon zerschnippelt habe und den ich auch noch schon mal hinzugeben werde. Dann wird es einfach mal schon anfangen, hier so ein bisschen zu duften. Süß, ich mache auch sehr viel nach Gefühl. Ja. Rein damit. Genau, das ist eben genau der Punkt, dass man bei Omas Rezepten dann nie so wirklich nachkommt. Da muss man wirklich viel probieren. Genau, und dann merkst du schon, es fängt an, sich so ein schöner Geruch breit zu machen. Ja, das ist das Schöne, was man in der veganen und vegetarischen Küche, natürlich auch in der Fleischküche, was man mit Gewürzen und natürlich frischem Gemüse alles erreichen kann an Geschmacksexplosion. Das ist schon absoluter Wahnsinn. Und deswegen, also ich habe früher auch immer so mit Fleisch, das braucht man so. Erstmal mit der Konsistenz nochmal ein anderes Beißgefühl. Und dann natürlich auch vom Geschmack her. Und dann, als wir dann mal die Ernährung umgestellt haben und ich nur noch einmal im Monat Fleisch gegessen habe, habe ich festgestellt, nee, das Fleisch, das gibt mir irgendwie doch gar nichts. Und die vegetarische oder vegane Küche, die ist so abwechslungsreich und hat eben auch so viele verschiedene Kauerlebnisse und so viele Geschmäcker, dass ich das überhaupt nicht mehr brauche. Ja, manche, die so fragen, sind auch mal, ach Sabine, was isst du denn? Ach, das kannst du ja wieder nicht, ja? Mensch. Aber für mich ist es eine Bereicherung. Ja. Also ich bin viel kreativer geworden, habe mich viel mehr mit Gewürzen und auch Essen aus anderen Ländern beschäftigt. Und ich hatte noch nie so viel Abwechslung und ich fühle mich einfach auch wohler. Manchmal, du kennst das nach dem Fleischessen, hat man immer so ein schweres Gefühl, hat das Gefühl, man ist noch verbunden mit den Hormonen, die Angsthormone, die das Tier auch ausgeschüttet hat vor dem Tod. Und da wird ja halt auch nicht gerade sonderlich sanft umgegangen. Und für mich war der Ausschlag damals mit 25 erstmal Vegetarierin zu werden und jetzt Veganerin zu werden, halt wirklich auch immer diese Grausamkeiten, die den Tieren angetan wurden. Ich war nie eine große Fleischesserin, also für mich hat es keinen Verzicht in dem Sinne bedeutet, aber ich habe da wirklich immer Rotz und Wasser vom Fernseher geweint, wenn da solche Berichte waren und irgendwann konnte ich das dann gar nicht mehr. So, und wenn ich jetzt diese Gewürze, die Kartoffeln und die Möhren, die Zwiebeln und den Knoblauch und den Ingwer angebraten habe, dann werde ich das mit etwas Wasser aufgießen
und werde das weich kochen lassen, also nicht zu viel. Nicht zu weich? Nicht zu viel Wasser. Ich mag das ganz gerne, wenn es so ein bisschen dickflüssiger ist und wenn das Ganze ja, weich gekocht ist. Alles pürierst du dann? Also genau. Es wird kein Eintopf, nämlich, sondern eine Suppe. Genau, und es wird Suppe eine bedeutet, Suppe. Da muss man nicht mehr viel beißen. Genau. Es wird eine Suppe, wenn das weich ist. Dann werde ich das Ganze pürieren und gebe dann... Nur, dass wir es vorher schon mal wissen. Ne? Also wenn Sie, liebe Zuschauer, dann gleich etwas laute Küchengeräusche hören, wenn ich mit Tina spreche, dann liegt es am Pürierstab. Genau. Dann ist Sabine hier wieder hart in Arbeit. Genau, vielleicht passe ich das so ab so mit einer Werbepause. Ich gebe mir Mühe, dass ich nein, nicht störe. Nein, völlig okay. Das ist völlig okay. Wir wissen, worauf wir uns einlassen. Ja, und wenn das dann halt weich gekocht ist, dann gebe ich... noch Gewürze hinzu, Gemüsebrühe, Chilipulver. Gibt es so ein favorisiertes Gemüse, Gewürz, was du besonders gerne verwendest, was in jede Speise rein muss? Also das ist so ein leckerer Geschmack. Naja, ich meine, ich habe immer so Cayennepfeffer oder auch mal so eine kleine Flasche mit so einer Chilisauce habe ich öfter auch mal dabei. Ja? Okay. Also, machst du dir, wenn du irgendwo essen gehst? Mache ich manchmal, gebe ich wirklich zu. Manche sagen auch, Chili macht abhängig, also könnte ich fast glauben. Ja. Ich mag Chili halt sehr gerne. Ja. Da brauche ich jetzt gar nicht so viel Gewürze, weil alleine schon durch den Ingwer und durch das Kurkuma, das bekommt so einen schönen Eigengeschmack und das Ganze runde ich dann ab. Das ist momentan so mein Liebling. Das mache ich in vielen Gerichten rein. Dieses Mandel-Cuisine, das gibt so eine schöne cremige Konsistenz. Da kann man durchaus auch Süßspeisen mitmachen oder kann das durchaus auch mal über Kartoffeln mit Kräutern irgendwo hinüber, also rüber geben. Und das werde ich dann heute in die Suppe machen. Und nachdem das alles schön gewürzt ist, abgeschmeckt ist, gebe ich noch ein bisschen frischen Orangensaft hinzu, weil das passt dann auch ganz schön mit der Schärfe, wenn man noch so ein bisschen Säure hinzugibt. Und was auch immer wieder zu Schärfe und asiatischen Gerichten gut passt, ist Koriander. Viele hassen ihn. Nee, ich liebe Koriander, ihn. Du magst den Geruch auch immer ganz gerne. Das ist so lecker. Die habe ich auch letztens in einem asiatischen Tee getrunken, war auch Koriander mit drin. Also Koriander kann ich in allen Gerichten, in allen Varianten zu mir nehmen. Das ist wirklich ein sehr, sehr leckeres Gemüse. Ja, und schon dann haben wir halt die Suppe. Und dann im zweiten Teil werde ich dann das Hauptgericht sozusagen vollenden. Da ich hier keinen Backofen habe und noch immer noch auf den Sponsor, den großzügigen, warte. Ja, also kurzer Aufruf, wir brauchen noch mal eine professionelle Küche mit einem Ofen dazu, damit Sabine sich hier richtig austoben kann. Genau, und dann mache ich auch noch mehr, dann mache ich auch vegane Kekse und sowas, ne? Und Pizza, vegane, das würde ich gerne machen. Also bitte. Bitte, das möchten wir gerne. Erzähl doch ganz kurz, was ist im Linsenbraten drin? Natürlich Linsen, das steht schon mal fest. Besondere Linsen, es gibt ja so viele verschiedene, braune, rote, Berglinsen. Genau, es sind diese Berglinsen, die ich da verwendet habe. Und die habe ich schön weich gekocht. Die braucht man auch vorher nicht einweichen, weil sie ziemlich schnell gar werden, so in einer halben Stunde. Ich habe sie schön gar gekocht. Das sind jetzt 500 Gramm Linsen, die in diesem Braten darin sind. Und ich habe dann noch so circa 3 Esslöffel Leinsamen eingeweicht. Mhm. Und dann, es gibt so eine Art auch Stärke, Pulver, Maisstärke. Und habe das dann zusammen püriert. Und habe das dann sozusagen wie als Bindemittel hinzugegeben. Da drin ist auch ordentlich Knoblauch, Zwiebeln angeröstet. Also das ist ja ziemlich schlicht, dieser Braten. Man kann ihn auch noch machen mit getrockneten Tomaten, mit Mohrrüben, Raspel, Gemüse, was man da hat. Man kann auch Tofu mit untermischen. Also man kann ihn abwenden, aber da also noch anders machen. Aber da ich dazu noch eine schöne Gemüsesoße mit Champignons, Frühlingszwiebeln, Chili mache, habe ich den jetzt so mal ganz schlicht gelassen. Und das Tolle ist wirklich, also er sieht nicht nur so aus wie ein klassischer Hackbraten, sondern der wird auch so ähnlich, also der hat auch diese Konsistenz. Also du hast wirklich das Gefühl, du isst irgendwie so ein Hackbraten. Ja, er hat wirklich so eine Konsistenz. Ich habe da neulich mal so ein Stück auch mit Tomatensauce gegessen. Also ich habe da kaum einen Unterschied geschmeckt, also wenn was noch so in meiner Erinnerung ist, ne? Wie der richtige Hackbraten schmeckt. Und in diesem Falle wird es den halt so mit brauner Soße geben, mit Frühlingszwiebeln, Champignons, auch ein paar Mohrrübenstückchen mache ich da noch mit in die Soße. Etwas Sojasauce gebe ich noch hinzu. Das passt auch immer ganz gut zu der braunen Soße. Und da die Vorsuppe auch schon so ein bisschen asiatisch angehaucht ist, dachte ich, mache ich das dann auch so mit der Soße. Also das Wasser läuft auf jeden Fall noch mehr im Mund zusammen. Du hast jetzt noch ein bisschen Zeit, ganz in Ruhe
zu kochen, ohne dass ich dich unterbreche. Nein. Denn wir haben jetzt für Sie etwas von Gabriella Mühlbauer. Schauen Sie mal rein. Bei mir ist Tina Zisilski von Swan Beauty am Kurfürstendamm hier in Berlin. Genau. Falls Sie mal, wenn Sie nicht aus Berlin kommen, mal einen Berlin-Besuch planen, dann planen Sie vielleicht auch einen Besuch sehr bei gerne. Tina ein, oder? Sehr, sehr gerne. Ihr habt gerade eine Gutscheinaktion, hast Richtig. Du mir vorhin erzählt. Genau, die habe ich dir auch gleich mal mitgebracht. Ja. Ich bin ganz abgelenkt von dem leckeren Geruch hier. Ich bin auch schon Wahnsinn, ganz ne? gespannt. Ja. Ja, und zwar habe ich dir was Schönes mitgebracht. Das ist ein Gutschein. Ja. Momentan haben wir eine ganz, ganz tolle Aktion für unsere Kunden. Das ist ein 30-Euro-Gutschein auf alle Haarbehandlungen, weil ich sage immer, die Haare müssen sitzen. Ja, ist gerade bei den Frauen, wir sind ja immer mit dem Haarthema sowieso immer sehr speziell. Ja, oh Schatz, die Haare sitzen nicht. Schatz, du siehst doch gut aus. Nein, sehe ich nicht. Ich muss zum Friseur. Genau, und dafür haben wir jetzt für unsere Kunden und für alle, die das gerne möchten, diesen 30-Euro-Gutschein bis Ende Mai. Der wird auf alle Haarbehandlungen angerechnet, also von Schneiden, Färben, Föhnen über Keratinbehandlungen, was natürlich jetzt alles sehr speziell vielleicht für dich klingt. Ich denke mal, viele Zuschauer kennen es, Olaplex-Behandlungen, also wirklich Behandlungen, die das kaputte, beschädigte Haar wieder aufbauen, also die gebrochenen Keratin die Haarstruktur wieder aufbauen. Ja. Ja, also da gibt es mittlerweile ganz, ganz tolle Behandlungen, was es früher nicht gab, aber was es heutzutage alles so gibt. Und was kann man so ungefähr rechnen? Sag mal, bei deiner Haarlänge, wie lang dauert da so eine Behandlung, wenn ich da mal so alles mache? Das kommt immer natürlich ganz darauf an, was gemacht wird, aber generell sollte man immer ungefähr 2 Stunden einplanen. Ja. Ja, also, dass man das auch nicht in Hektik macht, sondern dass man sich da schön Zeit nimmt, einen Cappuccino trinkt, sich dabei entspannt, auch ein bisschen Kopfmassage, was ihr auch vorhin schon sagte, das wirkt auch immer sehr revitalisierend, ist auch sehr, sehr angenehm, wenn man sich dann schön am Becken den Kopf ein bisschen massieren lässt und danach einfach auch ein tolles Ergebnis hat, nach Hause kommt und dann auch vielleicht das ein oder andere Kompliment im Büro oder zu Hause bekommt. Sogar wenn die Kinder manchmal sagen, Mensch, Mama, du siehst heute so toll aus, ganz anders. Also das ist auch wirklich wichtig, dass Frauen als auch Männer, dass man was für sich tut, ja, weil man sagt ja, Körper, Geist und Seele müssen im Einklang sein und man sollte da auf jeder Ebene was für sich tun, aber auch wirklich in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ich fühle mich gut, ja, ich fühle mich vital, ich ernähre mich gesund, ich bewege mich und ich mache einfach auch was äußerlich. Ja? Ich gucke in den Spiegel und sage, Mensch, ich gefalle mir, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Das ist sehr, sehr wichtig und das geht dann auch wieder nach innen in einen über. Ja? Für den 30-Euro-Gutschein muss man gar nichts tun. Also Sie müssen jetzt nicht bei uns für einen 30-Euro-Gutschein anrufen. Den wird es auch nicht auf unserer Leichterleben-Facebook-Seite geben. Mhm. Den gibt es einfach, wenn man bei euch in den Salon kommt, einfach auf alle Haarbehandlungen. Weiß man, okay, ich habe bei Leichter Leben gesehen, es gibt einen 30-Euro-Gutschein. Richtig, genau. Einfach vorbeischauen. Es ist jeder herzlich willkommen. Wir beraten auch immer gerne, also für jeden Bereich. Wir beraten auch immer kostenlos. Das heißt, ob es jetzt um die Haare geht, um die Haut, um auch ein schönes Permanent-Make-up. Also gerade Microblading, Augenbrauenpigmentierung, was auch heutzutage sehr, sehr gefragt ist. Weil, wie gesagt, alle sind im Stress. Jeder möchte irgendwie gut aussehen und hat die Zeit morgens nicht. Die Kinder müssen fertig gemacht werden. Man hetzt zur Arbeit. Und man sieht einfach auch mit so einem Permanent-Make-up immer schön aus. Ja, die Farben sind auch mikrobiologisch und toxikologisch getestet. Ja. Also rein mineralisch. Der Körper kann sie komplett abbauen. Wenn man sich jetzt permanent die Augenbrauen machen lässt oder die Lippen oder den Lidstrich, ja, da gibt es keine Allergien, keine Reaktionen, nichts dergleichen. Das Gerät als auch die Farben sind nach dem Medizinproduktegesetz zertifiziert und zugelassen. Da ist man auch in sichersten Händen, ja, auch für Antiallergiker schön. Das hattest du ja auch gesagt, klar, Männer wollen ja auch schön sein, möchten auch von außen behandelt werden. Ihr habt auch Männer als Kunden. Ja. Was ist so ungefähr so die Prozentzahl? Sind eher so 80% Frauen und 20% Männer? Oder? Ja, ich sag mal, vor 5 Jahren waren es 3-5%. Mittlerweile haben wir wirklich
20% Männer bei uns. Also das ist, die Männer lieben es einfach auch wirklich in der Mittagspause. Also natürlich nehmen sich Männer oft nicht so viel Zeit wie Frauen jetzt für die ganze Beauty-Prozedur. Aber doch, Männer kommen immer mehr. Und also, gerade in der Mittagspause einfach wirklich sich eine schöne, frische Hydra-Facial-Behandlung zu machen, einen schönen Haarschnitt, auch sich einfach mal eine Massage zu gönnen, ja, um ein bisschen zu relaxen, runterzukommen und dann einfach wieder nach der Mittagspause entspannt, etwas entspannter wieder durchzustarten, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, gibt ja so ein paar Trends, was man in der Mittagspause alles machen kann. Genau. Gibt dann auch so diese kleinen Schlaflabore, nenne ich sie mal, ja, wo du dann einfach so ein Viertelstunden Mittagsschlaf mal machen kannst, um ein bisschen fitter zu werden. Und so ist das dann bei euch auch. Also mittags wird es dann bei euch auch ein bisschen voller. Da gönnt man sich dann eben auch die kleine, das ist definitiv so. Also Energiepause. Gerade in der Mittagspause, und viele Kunden schlafen auch ein, einfach sich diese Entspannung zu gönnen, was man sonst auch gar nicht macht. Und man das Leben geht so schnell vorbei und man macht es immer auf dem Alltagsstress. Es ist wie mit dem Kochen. Viele nehmen sich die Zeit nicht, aber man sollte das tun. Und auch gerade eben für die Schönheit, oder auch für das Wohlbefinden, wirklich der Haut was Gutes zu tun, sich einfach hübsch zu machen. Und dann auch, das geht ja auch in einen über. Ja? Also wenn man ein schönes Kompliment bekommt, Mensch, du siehst heute so gut aus, was hast du denn gemacht? Warst du im Urlaub? Nee, eigentlich habe ich mir wirklich mal nur eine Stunde eine schöne Gesichtsbehandlung gegönnt oder mal einen Friseur. Ist doch vielleicht auch irgendwie für weibliche Kunden, wenn die gerne mal über den Kuhdamm flanieren und shoppen gehen wollen und die Männer nicht so viel Bock drauf haben, wäre doch auch eine Idee, die bei euch abzugeben, die Männer dann. Na klar. Ne? So, dann spendiert die Frau noch eben eine schöne 2 Stunden Kopfmassage und Behandlung. Aber so lange halten es die Männer meist nicht aus. Ja, das ist eigentlich gar nicht so. Also gerade bei uns, werden die Kunden immer begrüßt mit einem schönen Cappuccino oder einem Glas Wasser oder einem Glas Champagner und können sich dann da wirklich entspannen. Und es kommen auch immer mehr Paare zur Paarbehandlung. Ja. Also die Frau macht die Haare, der Mann lässt sich die Hände manikürieren oder umgedreht. Ja, also das ist auch schön, weil man dann einfach Zeit miteinander verbringt. Zeit ist so wertvoll und dass man einfach sagt, Mensch Schatz, lass uns doch heute mal ein Stündchen, erst gehen wir shoppen, danach gehen wir lunchen und danach nochmal schön und gönnen uns was für unser Wohlbefinden, für unser Aussehen. Jetzt hast du ja schon Red Carpet vorhin angesprochen, das Hydra Facial ist so ein Red Carpet Geschichte. Was ist so der neueste Trend? Gibt's was aus Hollywood, was zu euch auch hier rüber geschwappt ist? Also das Hydra Facial ist eine sehr, sehr neue und tolle Behandlung. Was wir auch ganz viel machen, das ist die Microneedling-Behandlung. Das ist wirklich eine Behandlung, wo man im Prinzip mit einem kleinen Nadelroller die Haut, das Kollagen anregt, sich wieder zu reproduzieren, weil ich sag mal, die Hautalterung geht los ab 23, was man immer nicht denkt, aber das ist so. Im Prinzip das Hyaluron in der Haut, das eigene Kollagen baut sich ab. Und es geht mit 23 los. Und man sollte schon immer so ein bisschen was tun. Also gerade bei Problemhaut, Akne, Pigmentflecken, Neurodermitis, ist dieses Microneedling sehr zu empfehlen, weil wir mit einem Needler, ist so wie so eine Nadelrolle eigentlich, mit der was sieht du sehr brutal Gesicht aus. Ja, das so habe ich mal gesehen und das fand ich auch wirklich sehr brutal. Weil sie sind ja wirklich so Mini-Nadeln. Genau. Und damit gehst du übers Gesicht. Genau. Du verletzt im Prinzip das ganze Gesicht an der Oberfläche. Genau. So ein Stück du verletzt die Haut. Die Haut wird ein bisschen verletzt, minimalinvasiv, und dadurch wird dem Gehirn signalisiert, oh, da passiert jetzt was, was passiert da? Die Rezeptoren arbeiten, senden sofort das Signal ans Gehirn, bitte, 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 ich brauche Abhilfe, ihr müsst mir jetzt mal die Haut hier unterstützen von innen, und sofort wird die Kollagenbildung wieder angeregt. Ja. Also es wird im Prinzip die Haut, die so ein bisschen eingeschlafen ist, so ein bisschen nicht mehr so viel macht und sagt, naja, ich alter da mal so dahin, wird gesagt, Alarm, Alarm. Ja, bitte, ich brauche jetzt wieder hier so ein bisschen Unterstützung. Die Haut wird dadurch auch stärker durchblutet, und durch diese stärkere Durchblutung und einfach diese Rezeptoren, die dann wirklich das Kollagen wieder nachproduzieren, verfeinert es das Hautbild, man sieht frischer aus, die Haut polstert sich wieder von innen auf, also ohne dass man da jetzt irgendwas reinspritzt und sich da wirklich verändert, fängt die Haut wieder von selbst an, mehr zu tun. Mhm. Also der Hautstoffwechsel wird angeregt, jetzt die Lymphe. Hast du schon so ein paar Anwendungen
erklärt, die vor allem aus den USA kommen. Mhm. Ist das immer noch so? Also die Trends, die Beauty-Trends kommen aus den USA und man muss sich schon immer da drüben umgucken. Fliegst du dann rüber? Oder ja, also ich bin generell so genau, auf allen Messen eigentlich, also Hongkong, Las Vegas, Bologna, Monaco ist jetzt auch immer eine tolle Messe, gerade auch für die ganze den medizinischen, kosmetischen Bereich. Also ich bin da sehr viel unterwegs und es macht mir auch sehr viel Spaß und ich schaue mir auch wirklich immer an, was gibt es, ja, weil ich sag mal, in Deutschland ist es so, Deutschland, Österreich, Schweiz, wir machen viel, wir machen auch gern was, aber wir sind immer trotz alledem wir hinterfragen viel und sind immer sehr zögerlich, was auch gut ist, ja, man sollte auch immer hinterfragen und wirklich auch ganz genau schauen, wo geht man hin, was macht man, mit was wird gearbeitet und wie ist der ganze Sachverhalt auch einer Behandlung, ja, also welche Produkte werden da verwendet, man soll da ganz genau hinschauen, weil es gibt da heutzutage sehr, sehr viele, muss man leider sagen, Fuscher und sehr viele schwarze Schafe, die mal sagen, ach, ich habe da mal so eine Schulung am Wochenende gemacht und ich mache da mal so ein bisschen was. Also da ist, das wird oft leider nicht so auch überprüft, aber grundsätzlich kann man sagen, die Trends kommen schon aus den USA. Also die USA, die sind da einfach noch ein bisschen mehr auf das Äußere bedacht und sind da auch noch ein bisschen, natürlich auch durch das ganze Celebrity Hollywood, ja, Los Angeles, ja, da muss man immer toll aussehen. Genau, da sind ja dann auch immer die Stars, die dann irgendwelche Trends in die Öffentlichkeit bringen. Richtig. Und das wird dann hier entsprechend nachgefragt. Genau, aber heutzutage geht es alles relativ schnell, auch durch diesen ganzen Social-Media-Bereich, ja. Die ganzen Blogger und Influencer zeigen ja oft, was sie für Behandlungen machen, Produkte verwenden. Richtig. Und wir haben dann immer alles vor Ort, weil ich probiere alles selbst aus. Und wir haben auch im Salon wirklich nur das, was ich auch oder was meine Kolleginnen, was wir auch selbst mögen. Ja, und was auch unsere Haut gut tut und was wir auch wirklich nur empfehlen können. Wir gucken nachher nochmal, was es bei euch alles gibt. Sehr gerne. Und schauen uns jetzt erst einmal Nicola Alexandra von Lajan im Bewegtbild an. Hörst du den Ruf deiner Seele? Nach deinem ganzen Glück und deiner ganzen Lebenskraft? Ich nehme deine Hand und begleite dich auf deinem Weg in dein ganzes Seelenpotenzial und die Berufung deines Herzens. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit, denn deine Zeit ist jetzt. Ein schwacher Pürierstab. Ja, wir haben den zwischendurch mal so ein bisschen gehört. Ja, aber jetzt habe ich es. Jetzt habe ich die Suppe klein gekriegt. Und wenn ein paar kleine Stückchen drin sind, ist das ja auch nicht so dramatisch. Ja, also auch das wird dann zu einer Profiküche, die wir hoffentlich bald mal bekommen, dann natürlich mit dazugehören. Genau, du hast zu Hause, bist du anderes Material gewohnt, als genau, das, was ich zuversichtlich. Wir dir hier zu bieten haben. Ich mache das mal hier rein. Aber wie gesagt, ich improvisiere und koche auch gerne. Vielleicht dann mal draußen am Feuerchen oder so. Siehst du, das können wir auch mal draußen machen. Wir können mal im Hof kochen mit dir. Dann grillen wir mal ein bisschen. Es gibt ja auch, ich meine, die Grillsaison fängt ja dann jetzt auch so langsam an. Und da kommt bei dir natürlich auch kein Fleisch auf den Grill. Aber es gibt so wahnsinnig schöne Varianten, was man auch alles als Vegetarier oder Veganer grillen kann. Auf jeden Fall. Da gibt es ganz tolle Sachen. Süßkartoffeln beispielsweise. Oh, das ist eine wunderbare Sache, super Süßkartoffeln. Liebe ich auch. Total. Möchtest du mal vielleicht schon mal kosten? Ja. Bevor ich jetzt mich an die Soße mache, der Braten wird gleich noch mal warm gemacht. Da freue ich mich drauf. Du kriegst du kriegst natürlich auch ein bisschen Koriander und vielleicht hast du ja noch einen Impuls, was du da noch gerne drin hättest in dem Süppchen. So. Auch mit also ich glaube, bitte das schön, ist erstmal lieber Jens, ganz lieben mal. Ja, du mal gucken. Dir da noch irgendetwas fehlt. Also das Ding ist, dadurch, dass du Koriander drauf gemacht hast, kann eigentlich nichts mehr fehlen. Und was ganz schön ist. Freut mich sehr. Und eine schöne Schärfe. Was? Ja, das merke ich jetzt im Nachklapp. Das Schöne ist, dadurch, dass der Pürierstab nicht so besonders toll ist, sind noch ein paar Stücke drin. Das magst du, was? Ja, das finde ich ganz schön. Dann ist doch gut, dann ist das ja nicht so schlimm. Dann soll das so sein, ne? Das ist. Und ich begebe mich schon mal gleich hier an die Soße. Und mache da jetzt auch wiederum ein bisschen Sesamöl in dem Wok. Hast du hier auch Chili reingemacht? Da habe ich Chilipulver reingemacht. Und der Ingwer hat natürlich auch selber noch eine, auch eine gewisse eine Schärfe. Gute Schärfe, genau. Und deswegen. Da freut ihr euch, ne? Ja.
Ihr esst nachher auch noch davon. Mit einer extra Portion Chili. Ich habe extra genug mitgebracht. So, und jetzt schon. Genug gibt es eigentlich, das weißt du ja, wenn du kommst und selbst wenn du sagst, du hast genug mitgebracht und genug gemacht, du weißt, es wird immer alles ratzeputz alle. Ne? Stimmt, ja, das freut mich natürlich. Das macht ja auch Spaß. Ne? Auch schon alleine davon lohnt es sich, wenn ich dann in die glücklichen Gesichter schaue. Das macht du hast irgendwann vor ein paar Wochen oder Monaten hattest du mal ein Video auch währenddessen gemacht, ne? Während wir hier alle schön gegessen haben. Ja, das fand ich sehr, sehr witzig, dieses Video. Das habe ich immer noch. So, jetzt wird hier das Öl auch schön heiß und da kommen jetzt hier die Frühlingszwiebeln hinein und die Möhrchen. Gib mal lieber die Möhrchen. Und schon Helge Schneider gesungen, also auch Helge Schneider möglich, aber nee, ist glaube ich nicht als Vegetarier unterwegs, aber weiß ja nicht. Wer weiß. Ja. Viele, wenn er schon den Möhrchensong gebracht hat. Guck mal an die schönen Farben, ich mag auch ganz gerne immer, wenn man schön verschiedene Farben hat. Ja. Und das Ganze brate ich jetzt auch mal hier. Das ist doch immer so mit den Farben, geben die einen Hinweis darauf, was man sich von diesem Lebensmittel welche Vitamine, ne, da drin sind. Ja, und auch, ne? Sag mal, sind die eher wärmend oder sind die kühlend? Also bei Karotte würde ich jetzt eben sagen, das ist ein Lebensmittel möglicherweise, das wärmend ist, weil es ja, okay. Weiß ich nicht. Ja, doch, denke ich auch. Das Rote hier, ne? Rot-Chili, also das wärmt auf jeden Fall. Das sind Peperonis, die sind nicht ganz so scharf. Warte mal. Mhm. Naja. Für mich wahrscheinlich zu scharf. Ich passe auf, aber wie gesagt, also bei mir hat es auch eine gewisse Grenze, ne? Also die Inder, die würden über mich lachen, was ich als scharf bezeichne. Oder was. Das ist natürlich klar eine Gewöhnungssache. Ich denke mal, wenn es zu scharf wird und man dann wirklich nur noch scharf schmeckt, es ist halt so schade, wenn man was Leckeres gekocht hat und es dann einfach nur noch scharf. Finde ich auch, aber so geht das. Ne? Ist es nicht zu scharf? Nicht Nein. Das gut. So, die Suppe ist jedenfalls fertig und die lasse ich jetzt auch so mit den kleinen Stückchen, lasse ich die einfach ich ganz so. Gut. Und das Ganze brät jetzt ab. Ich gebe hier noch ein bisschen schwarzen Pfeffer mit hinein. So, und etwas Salz. Nachher brate ich diese Kartoffelecken, die ich im Backofen heute Morgen so mit Kräutern schon gebacken habe, 20 Minuten. Welche Kräuter hast du lange? Also der Klassiker ist ja bei Kartoffeln im Ofen nochmal Rosmarin, aber da ist Thymian, Oregano, Petersilie, alles mögliche, Bärlauch. Ja. Also ich habe wirklich alles mögliche zusammengetan. Sehr schön. Und habe dann auch ein bisschen Salz und Pfeffer angegeben, habe es auch ein bisschen mit Sesamöl vermengt und habe es dann 20 Minuten im Backofen gebacken. Und das erwärme ich nur noch mal kurz hier in der Pfanne, wenn die Soße fertig ist. Also eine Mischung aus Brat- und Ofenkartoffeln. So sieht's aus. Und das passt dann auch ganz gut zu dem Braten und alles Weitere. Meine Güte. Ein Wok ist auch immer ganz praktisch. Was für eine Soße gibt es denn zum Braten dazu? Was wird denn da drin sein? Das ist sozusagen hier schon die Soße. Also ich brate das. Also eine Gemüsesoße mit Mohrrüben, Frühlingszwiebeln, roten Peperonis, Champignons. Und da werde ich jetzt gleich diese braune Basissoße, die gibt es auch in jedem Reformhaus. Die braune Basissoße, also da hast du Gemüsebrühe da auch noch reingemacht? Nein, Gemüsebrühe habe ich da nicht reingemacht. Es ist ja schon genug Gemüse. Weil das Salz, und ich habe jetzt ein bisschen Salz und Pfeffer rangemacht. Und ich gebe noch etwas Sojasauce hinzu, die ist auch von sich aus, von Natur aus schon salzig genug. Und die Peperonis geben so die Schärfe und es wird dann hier mit diesem braunen Soßenpulver aus dem Reformhaus, da ist Stärke drin, da ist ein bisschen brauner Rohrzucker drin. Das könnte man theoretisch auch selber machen, aber ich finde, die ist ganz gut so. Das gebe ich gleich hinzu und lasse das Ganze dann köcheln. Ich mag, wenn das Gemüse noch ein bisschen knackig ist, wenn es nicht zu weich gekocht ist. Die Pilze, die schmuckeln sowieso immer ziemlich schnell zusammen und dann wird es wesentlich weniger. Das finde ich auch immer sehr lustig beim Spinat. Das ist schön. Ja, genau, wie der Ei. Der geht wirklich klassisch so ein. Also wenn du da die großen Blätter erst hast, der ganze Topf ist voll und dann wird es immer weniger. Wir haben jetzt für Sie, während Sie hier wunderbar buntes Gemüse sehen, noch ein kleines bisschen Werbung. Bis gleich. Bis gleich. Quantum Platinum Energy, das Energiesystem der neuen Bewusstseinsebenen. Gechannelt von Nicola Alexandra von Lajan. Eine Plasmaenergie aus der Zeit der Entstehung der Erde bringt Sie und Ihr Leben in Glück, Harmonie, Freude, Erfolg
private glückliche Beziehungen und Wohlbefinden auf allen Ebenen. Quantum Platinum Energy, der Durchbruch in der Energiearbeit. Nicola Alexandra von Lajan begrüßt Sie zu Level 1 und 2. Als Einsteigerseminar jetzt auch in München, Frankfurt, Gießen, Köln, Stuttgart, Konstanz und Altensteig. Kommen Sie mit auf den Weg in Ihr Glück, denn Ihre Zeit ist jetzt. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Hallo und herzlich willkommen. Jeder Moment unseres Lebens zeigt uns eine Vielfalt an Möglichkeiten, die darauf warten, entdeckt und von uns genutzt zu werden. Es ist meine Berufung, Menschen zu unterstützen und sie vom Problem zur Lösung zu führen. Möchten auch Sie mehr Klarheit, Leichtigkeit, Glück, Kraft, Freiheit und Lebensfreude in Ihrem Leben erlangen? Ich bin sehr gerne für Sie da und freue mich auf unser gemeinsames Gespräch. Tschüss, bis bald, Ihre Mira Schenk. Aber das können wir. Ja, guck mal, aber das können wir. Wir sind schon wieder mitten im Fachgespräch, denn also du hast gerade ein Thema angesprochen, das natürlich auch super interessant ist. Und ja, auf der einen Seite erstmal vielleicht ein etwas trauriges, nämlich bei Krebserkrankungen beispielsweise. Kennen ja prominente Beispiele, Angelina Jolie, sich die Brüste hat abnehmen lassen, weil sie da möglicherweise genetisch vorbelastet ist. Gibt es aber viele konkrete Gründe, wo dann eben Brüste abgenommen werden müssen. Genau. Und da arbeitet ihr auch nach Krebserkrankung. Also was wir ganz viel haben, ist, wir arbeiten auch in der rekonstruktiven Schönheit sozusagen. Das heißt, nach Brustkrebs, wenn wirklich die Brust amputiert wurde oder auch die Brust entfernt wurde, wie bei Angelina Jolie, einfach zur Vorsorge und man im Prinzip die Brustwarze verliert, gibt es ja Möglichkeiten danach auch wieder einfach die Lebensqualität sich zurückzuerlangen, was man vorher hatte. Also im Prinzip einen Brustaufbau zu machen, wo man meist dann mit Eigengewebe, Eigenfett oder auch teilweise mit eventuell mit Silikonkissen auch die Brust wieder rekonstruieren kann. Natürlich ist das Ganze wunderschön, aber was fehlt, ist die Areole, die Mamille, die Brustwarze. Ja. Das rekonstruieren wir anhand von mit Pigmentierungen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, das wirklich wieder nachzustellen. Also die Mamille, die Brustwarze so zu pigmentieren, als wäre es die eigene. Ja. Das ist eine optische Darstellung, die es ermöglicht, dass man einfach die Brust wieder in einen Urzustand zurückbringt, auch optisch, dass es so aussieht, als wäre da nie was gewesen. Ja. Ja? Oder auch Narbenpigmentierungen, ich sag mal schwere Unfälle, ja, oder auch zum Beispiel Chemotherapien, ja, bevor man die Haare ausfallen. Genau, die Augenbrauen fallen aus, die Wimpern fallen aus. Was können wir tun? Im Prinzip kann man, bevor man weiß, dass man eine Chemotherapie macht, kann man schon an den Stellen, wo die eigenen Augenbrauen sitzen, ja, die eigenen Härchen wachsen, kann man die Augenbrauen so fein mit feinen Härchen pigmentieren. Das heißt, wenn man die Chemotherapie macht während der ganzen Behandlung und die Haare anfangen auszufallen, als auch die Wimpern, ja, hat man nicht diesen Moment, wo man nichts im Gesicht hat. Der Ausdruck ist trotzdem immer da, die Augenbrauen sitzen da, wo sie auch vorher waren. Die Wimpern werden pigmentiert, also der Wimpernkranz, das heißt, man hat Ausdruck. Ja? Man hat nie diesen Moment, wo man nichts hat. Ne? Man hat dann vielleicht, kann eine Perücke tragen, hat Augenbrauen, hat Wimpern und man fühlt sich einfach dadurch viel, viel besser auch irgendwo. Hier sehen wir auch schöne Wimpern. Genau, das ist jetzt mal eine Wimpernbehandlung, was man da sieht, also eine Wimpernapplikation, Wimpernverlängerung, Wimpernextension, es gibt es vielerlei Ausdrücke dafür. Es ist einfach toll, wenn man selbst wenig eigene Wimpern hat oder auch nach einer Chemotherapie oder auch generell oft auch nach Schwangerschaften. Ja, wenn die ausfallen, kann man die wieder schön setzen und verdichten. Ist das so bei Schwangerschaften auch? Das ist eine Augenbrauenpigmentierung zum Beispiel, wo man das gerade mal sehen kann. Das sind ganz feine Härchen pigmentiert, ja, also ganz natürlich nachgestellte Augenbrauen. Verdichtet, einfach da, wo sie nicht so wachsen, wie sie wachsen sollen, wird es dann nachpigmentiert in ganz, ganz feinen natürlichen Härchen. Das ist, kann man super natürlich machen. Ja, wirklich. Das ist jetzt mal eine Lippenpigmentierung, also die Lippe wird komplett, also die Kontur wird gezogen, wird komplett einschattiert, das heißt, das ist alles Farbe, ja. Man muss dann nicht mehr so viel...
Die komplette Lippe, okay. Genau. Da ist, muss man nicht mehr schminken, nichts mehr machen. Beim Schwimmen, in der Sauna, im Urlaub, beim Sport. Man sieht immer perfekt aus. Man kann jedem, auch den Kindern, Kussi geben. Nicht Mama, der Lippenstift schon wieder. Nein, die Lippen sind einfach so perfekt. Jetzt weiß man ja aber gerade mit Lippenstift, da gibt es ja Frauen, die haben Batterien von 50 oder 100 richtig. Lippenstiften oh, mit ja. den verschiedensten Farben. Mhm, und passend zum Schuh oder zur Handtasche genau. gibt es dann auch den Lippenstift. Genau. Das ist natürlich, wenn du dann einmal permanent Make-up auf den Lippen hast, kannst du aber noch mal drüber malen. Jederzeit, genau, das ist ja das Tolle. Also im Prinzip, was wir machen, ist, dass wir die Lippen immer ganz natürlich pigmentieren oder vergrößern. Also auch mit der Pigmentierung kann man die Lippen vergrößern und im Prinzip einen natürlichen Lippenton wählen, wo man jederzeit drüber schminken kann. Ja, man kann jederzeit einen Lippenstift verwenden, einen Lipgloss, man kann die Lippen heller schminken, kräftiger schminken, rosiger, rot, egal wie man das möchte, das kann man alles auftragen und es deckt perfekt, auch über die Pigmentierung. Das heißt, wenn du sagst, über die Pigmentierung wirken die Lippen dann auch größer, das heißt, ich muss mir da gar nichts reinspritzen. Nee, muss man nicht zwangsläufig. Man kann auch wirklich mit der Pigmentierung die Lippen ganz natürlich vergrößern. Das ist das Schöne, ja. Und es tut auch nicht weh. Das wird betäubt vorher. Das ist auch kein Stechen, das ist nur ein Kratzen. Die Haut wird nur leicht angekratzt. Wir haben sogar Kundinnen, die schlafen ein und es geht wirklich los von 18 bis unsere älteste Kundin, die ist 101. Ganz toll, ja, das gibt es auch. Also die hat uns auch eine lustige Geschichte erzählt. Die lass war uns doch mal rübergehen. Während ja, du das erzählst, dann essen wir dabei unbedingt ein bisschen. Mein Magenknoten. Ja, lässt sich auch nett plauschen. Der erzählt mal, was macht eine 101-Jährige? Also wir haben eine Kundin, die ist 101, die macht bei uns alles. Die kommt zum Föhnen, zum Färben, macht sich auch schön die Kosmetikbehandlung regelmäßig bei uns und lässt sich das permanent Make-up machen, weil die möchte nicht mehr schminken. Oh mein Gott. Ah ja, das riecht so gut. Was ist passiert? Ich habe geklickert. Das gehört doch zum Kochen dazu. Ja, und die kommt dann regelmäßig und sagt, Mensch, ihr müsst mich mal wieder aufhübschen. Ich habe da selbst keine Lust mehr. Ich sehe es auch nicht mehr so gut, aber jeder sagt mir, Mensch, ich sehe so frisch aus. Ja, ich rutsch rein. Guck mal, eine schöne große Suppe habe ich schon mal für dich fertig wow, gemacht. Wow, ich danke dir. Der Linsenbraten und wurde dir schon. Mal hier hin. Ja, ich hatte schon. Guck mal, ich habe auch hier vielen noch. Vielen Dank. Den Linsenbraten habe ich gerade bekommen. Der wurde noch mal warm gemacht. Den werde ich euch jetzt auch noch mal okay, dann probiere ich das jetzt anrichten. Ja. Ich liebe auch Koriander. Puh, Entschuldigung. Das ganz toll. Koriander ist ein... Ein Must. Ja, wirklich super, super Gewürz. Ich verstehe das gar nicht, weil ich das nicht mögen kann. Mhm. Aber gut. So unterschiedlich sind die Geschmäcker, ja. Genau. Dafür kann ich nicht so scharf essen, aber ich probiere das trotzdem. Ja, probier mal. Unbedingt. Okay. Unbedingt. Vorsichtig und das Wasser. Ich nicht entgehen. Ich stell dir mal das Wasser hier gleich noch. Das riecht ja auch überall so gut. Ich glaube, jeder in dem Raum hat hier schon Hunger. Mhm. Und der Magen knurrt. So, jetzt hast du auch noch das Wasser zum Löschen, falls es dir... zu scharf sein. Mmh. Ich habe es erst so im Nachklapp, nach dem ersten Lecker, Happen. Lecker. Ist es zu scharf für dich? Sag mal. Nee. Geht, ja? Es ist genau an der Grenze. Mmh. Aber mit den Stückchen, das finde ich auch super. Ja, ich mag dann das. Ist es vielleicht sogar noch besser mit den Stückchen. Dann sollte es so sein. Ist es gut, einen nicht so guten Pürierstand zu haben? So, Jens, du hast ja deine Suppe schon so gut wie gegessen. Ja, möchtest wow. du so einen, möchtest du so einen Kanten haben? Ich würde gerne ein Mittelstück nehmen. Ein Mittelstück, ich nehme gerne Kanten. Ja, gut, ich mag es mal. Ich das mal. Sehr, sehr lecker, wirklich. Das nicht. Genau, du kriegst jetzt so ja, ein schönes Stückchen. Guck mal, wo ich gerade den Mund nicht so voll habe, den Spruch des Tages, liebe Zuschauer. Im Licht der Ostersonne bekommen die Geheimnisse der Erde ein anderes Licht. Ja, da gehe ich mal von aus. Jede Sonne, an jedem Tag eine andere. Welche Geheimnisse gibt es denn? Gibt es Geheimnisse jetzt über Ostern? Geheimnisse? Ich habe keine Geheimnisse. Nee. Also vor allem über Ostern jetzt nicht, über mehr, Ostern? Oder? Nee, über Ostern nein. Auch nicht. Bitte schön, lieber Jens. Dankeschön. Das sieht sehr, lass sehr es dir gut schmecken. Dankeschön. Die Regie sagt, es sieht sehr gut aus. Es sieht aus, als wäre es Fleisch, aber es ist kein Fleisch. Es sieht sehr gut aus, sagt sehr, die Regie. Und du hättest gerne einen Kanten? Es wird Kanten? Mit Sicherheit auch gerne. Sehr gut schmecken. Dann gebe ich dir den Kanten. Soll ich den halten? So, oh, das ist jetzt lieb, mal erstmal die möchtest du auch gebratene Ofenkartoffel? Ja, gerne. So zwei, drei Stückchen würde ich probieren. Die schmeckt schon mal sehr gut. Dann mit der Gemüsesoße. So, du machst dir auch etwas Soße drauf. Finde ich auch immer gut. Das bitte ist schön. Auch danke sehr, vielen Dank. Dass das Gemüse immer schön bissfest danke ist. Danke und eben nicht so zerkocht. Schönheit von innen und von außen, ja, sozusagen das Motto der Sendung. Ja, da musst du uns auch mal besuchen kommen. Sehr, ja, sehr gerne. Lecker. Das
ein bisschen Ausgleich. Ja, durchaus. Ja, auf jeden Fall. Ja, unbedingt. Wir brauchen. Das Schöne ist jetzt einfach ganz auch wirklich... Lieben, entschuldige. Ganz lieben Dank euch beiden, dass ihr da wart. Wir sind leider schon am Ende der Sendung. Ja. Ein schönes Osterfest. Ihnen natürlich auch. Frohe Ostern. Lassen Sie sich's gut gehen über die Feiertage. Und am Dienstag ist dann meine Kollegin Andrea wieder für Sie da. Bis dahin, viel Spaß. Schönes Osterfest. Tschüss. Ciao.